Vielleicht haben Sie sie auch schon mal gesehen. Schafe in Nürnberg. Insgesamt gibt es 4 Herden, die zumindest einen Teil ihrer Weideflächen in Nürnberg finden. Von Norden kommend zieht die Herde von Erich und Franz Kieslinger bis in das Gebiet östlich des Flughafens. Vom östlichen Pegnitztal wandert die Herde von Fritz Imsch und Thomas Gackstatter bis ins Mohrenbrunnfeld und zurück. Schäfer Karl Ludwig Schwarz hütet die Herde von Thomas Wüst und verbringt die Sommermonate im Hainberg zwischen Oberasbach, Stein und Nürnberg. Und in Gebersdorf kümmert sich schließlich Heidi Stafflinger um ihre kleine Herde, die aus einer ganz besonderen Rasse besteht, den Rouge de Roussillon oder Rotkopfschafen. Rotkopfschafe sind eine ursprüngliche Rasse aus den französischen Pyrenäen. 1979 wurde die letzte Herde auf dem Weg zum Schlachthof gerettet und ein Teil der Schafe nach Deutschland gebracht, wo sich unter anderem der Tiergarten Nürnberg um den Erhalt der Rasse kümmert. 12 Mutterschafe haben ihre Heimat in Gebersdorf bei Heidi Stafflinger gefunden. Mit den Lämmern besteht die Herde derzeit aus 23 Schafen. Die Lämmer kommen ganz rotbraun zur Welt. Erst im Laufe der Zeit wird die Körperwolle weiß. Ein Rassekennzeichen sind die Querfalten über der Nase. Rotkopfschafe sind deutlich kleiner als andere Schafrassen und sehr robust gegenüber Hitze oder Kälte und magerem Futter. Ihre Wolle ist qualitativ hochwertig, sehr fein und gut spinnbar. Also alte Rassen wie jetzt die Rouge de Roussillon sind noch nicht so auf Leistung gezüchtet. Die Rouge sind Schafrasse mit 3 Nutzungsformen, also Milch, Fleisch und Wolle. Und das Problem bei der Zucht ist, wenn man auf ein bestimmtes Merkmal züchtet, also zum Beispiel Fleisch, gehen unter Umständen andere wertvolle Eigenschaften verloren. Und mit der Zunahme, also der Beweidung von Magerstandorten, ist es halt auch unter Umständen nötig, eben alte Rassen einzusetzen, weil die können mit mageren Standorten immer noch Lämmer aufziehen, während Hochleistungsschaf, also das auf Fleisch oder Milch gezüchtet ist, auch Hochleistungsnahrung braucht und auf Sandmagerrassen halt keine Lämmer mehr aufziehen kann. Von dem her gewinnen die alten Rassen zunehmend an Bedeutung. Und Gene, die verloren sind, sind weg. Frau Stafflinger zieht mit ihrer Herde und ihrer Hündin Betty bei jedem Wetter vormittags 2 Stunden über die Wiese. Jeden Tag weiden sie ein anderes Stück ab. Den restlichen Tag verbringen die Tiere im benachbarten Stall. Die anderen 3 Schafherden ziehen fast das ganze Jahr über von Weide zu Weide. Wir haben den Schäfer Thomas Gackstatter ein Stück seines Weges begleitet, als er mit seiner Herde im Morgengrauen von einer Wiese in der Nähe des Tiergartens Richtung Mohrenbrunnfeld in Langwasser aufbrach. Die Herde von Herrn Gackstatter und Herrn Imsch umfasst ca. 700 Tiere und besteht sowohl aus Landschafen als auch aus Fleischrassen. Man sieht unter anderem Merino-Landschafe, Brillenschafe und Rhön-Schafe. Schafe folgen demjenigen, der voranschreitet und passen sich seinem Tempo an. Das kann auch mal zur Verwirrung führen, wenn an der Spitze 2 unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden. Aber schließlich entscheiden sich doch alle für den richtigen Hirten. Sollten Sie mal mit dem Fahrrad an einer Herde vorbeifahren, dann denken Sie daran und steigen am besten ab. Nun muss die Regensburger Straße überquert werden. Es ist für Wanderschäfer oft nicht einfach, passende Strecken zu finden, um Wohngebiete oder stark befahrene Straßen zu umgehen. Als Autofahrer braucht man eben ein bisschen Geduld. Nach knapp 3 Stunden erreichen wir das Mohrenbrunnfeld. Hier ist nochmal Zeit zum Grasen, bevor die Tiere im Schatten ein Nickerchen machen. Beweidung prägt eine Landschaft in besonderer Art und Weise.
auf mageren, trockenen Sanden, wie hier am Mohrenbrunnfeld, unterstützt sie den Erhalt der Sandmagerrasen. Deshalb werden Schafe häufig im Naturschutz im Rahmen von Landschaftspflegeprogrammen eingesetzt. Besonders gut lässt sich das im Naturschutzgebiet Hainberg zeigen, dessen östlicher Rand noch im Nürnberger Stadtgebiet liegt. Jedes Jahr Mitte Juni kommt der Schäfer Ludwig Schwarz ins Naturschutzgebiet Hainberg. Er zieht mit seinen Tieren jeden Vormittag für ein paar Stunden über die Sandmagerrasen. Schafe fressen eine Fläche nicht so gleichmäßig ab wie ein Rasenmäher, sondern rupfen hier und da das Beste zuerst. Es entsteht eine strukturreiche Fläche mit wechselweise hoher und niedriger Vegetation, blühenden Pflanzen sowie Strauchinseln und Einzelbäumen. Dadurch bilden sich etliche ökologische Nischen. Die Biodiversität ist auf Weiden deshalb besonders hoch. Da Schafe auch Sträucher und Bäume nicht verschmähen, verhindern sie so, dass die Flächen zu stark verbuschen. Unterstützt werden sie von ein paar Ziegen, die dabei noch wesentlich effektiver vorgehen. Durch den Tritt der Schafe entstehen auf lockeren Sandböden immer wieder offene Stellen. Viele Insekten sind gerade darauf spezialisiert. Im Fell der Schafe bleiben Samen und Insekten hängen und werden so transportiert. Dafür interessieren sich auch die Stare, die hier auf Jagd gehen. Wir wollten von Herrn Schwarz wissen, welche Produkte der Schafe für Einkünfte sorgen. Die Wolle ist Nebenprodukt, ist ein Wegwerfprodukt, aber das meiste ist über Fleisch und Landschaftspflegeprogramm. Wolle fällt jedoch in jedem Fall an, da ein Schaf einmal pro Jahr geschoren werden muss. Anfang Juni waren wir zu Gast beim Schertag auf dem Staflinger Hof. Das Schaf wird zunächst in eine Sitzposition gebracht, in der es in eine Art Starre verfällt. So kann es der Schafscherer sorgfältig von seiner Wolle befreien. Das Vlies wird grob gereinigt und luftig verpackt. Das ist frisch geschorene Wolle, die ich gewaschen habe. Und man muss sie doch kattieren, bevor man es verspinnen kann, dass der ganze Dreck rausgeht und dass die Wolle schön weich wird. Genau. So sieht es dann aus. Es gibt auch dann noch Kartiermaschinen. Das sieht dann aus, dann zieht man das ab. Und wenn man es dann auch anfasst, sieht man schon, das ist viel weicher als vorher und es ist eigentlich überhaupt kein Dreck mehr drinnen. Und dann könnte man das jetzt so dann verspinnen. Spinnen kann man entweder per Hand oder mit dem Spinnrad. Beliebt bei den Kunden sind auch Schafsfelle. An ihrem Stand bietet Birgit Wieser sogar Seife mit Schafsmilch und Schafswolldünger an. Die Wolle gibt die Nährstoffe an die Pflanze langsam ab und hat noch den Effekt, dass sie bei Nässe, bei Feuchtigkeit aufquillt, Feuchtigkeit speichern kann und wenn dann die Erde wieder trocken wird, gibt es die Feuchtigkeit an die Erde ab. Fleisch und Milch lassen sich zu leckeren Delikatessen verarbeiten und laden zum Probieren ein. Schäfer zu sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Man ist 365 Tage im Jahr bei den Schafen. Für Schäfer Lucky Schwarz ist es eine Sucht. Einmal reingelangt, dann kannst du nicht mehr weg. Also such mir, wenn einer eine Zigarette braucht oder eine Flasche Bier brauchst. Du ist es, ne? Die Schafe. Und wie kam Franz Kieslinger, der jüngste der vier Schäfer, zu diesem Beruf? Wir haben einen Familienbetrieb, der über 6 Generationen schon geht und da ist man, bin ich praktisch mit den Schafen aufgewachsen. Schäfer ist ein Ausbildungsberuf. In ganz Süddeutschland gibt es nur 10 Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Der von Familie Kieslinger ist einer davon. Wie viel verdient man eigentlich als Schäfer? Naja, so ein Leben, so wenig,
sonst sterben zu viel. Und was mögen Sie an Ihrem Beruf? Was mag ich an meinem Beruf? Die Natur, mal so, mal Freiheiten. An meinem Beruf, das ist die Ruhe. Ich bin selbstständig, bin mein eigener Chef, bin immer draußen. Das ist das, was mir an dem Beruf am besten gefällt. Hinten drauf steht halt kein Chef hinten drauf und du kannst halt einmal ein Nickel A machen während der Arbeitszeit. Und wenn ich Schaf fressen und liegen bleibe, mache ich halt auch ein Nickel, mache ich mal Brotzeit und dann schlafe ich mal eine Runde oder zwei, dann passt es auch. Auch Heidi Stafflinger liebt es, draußen zu sein. Vor allem aber liebt sie die Lammzeit, obwohl es auch die anstrengendste Zeit ist. Die Bindung zwischen Lamm und Mutter ist anfangs eng. Die Mutter und Lamm schlafen auch ineinander. Also die legen Kopf auf die Schulter gegenseitig. Also so lange, bis das nächste Lamm kommt. Und sollte es Probleme mit dem Euter geben, wird auch mal eins mit der Flasche aufgezogen. Während sie ihre Herde im Blick haben, stützen sich Schäfer gerne auf ihren Stab. Am Ende befindet sich ein Haken, um ein Schaf am Hinterfuß zu sich heranzuziehen und eine Schaufel. Und die Schaufel ist mein dritter Hund. Wenn der Hund auf der linken Seite steht und der Schaf geht auf der anderen Seite, ist der Hund in Gehüt praktisch. Und dann, wenn einmal ein Schaf rüber geht oder was, dann nimmt man einen Staller oder einen Sand, schmeißt man einen Stand auf. Das ist mein dritter Hund. Genau, die Hunde. Natürlich ist ein Schäfer nicht denkbar ohne seine Helfer. Diese sind meist altdeutsche Hütehunde, wie zum Beispiel hier ein sogenannter Fuchs, die sorgfältig nach bestimmten Eigenschaften ausgewählt werden. Der muss leicht auszubilden sein, er muss natürlich gehorsam sein und für die Wanderschäferei oder die Haltung von großen Schafherden ist notwendig, dass der Hund selbstständig arbeitet, weil er oft in großer Entfernung vom Schäfer arbeiten muss. Die Grundausbildung dauert 4 bis 6 Wochen. Dann kann ein Hund schon mitarbeiten und nach ein paar Monaten einfache Aufgaben allein erledigen. Und aber bis so die Feinheiten sitzen und der Hund halt praktisch so auf jede kleinste Regung des Schäfers reagiert, das dauert dann schon unter Umständen 2 bis 4 Jahre. An dieser Stelle eine Bitte. Leinen Sie Ihre Hunde immer an, wenn Sie Schafen begegnen. Ob Hund oder Wolf. Die Schafe befürchten einen Angriff und finden keine Ruhe mehr zum Fressen. Von den eigenen Hunden lassen sie sich natürlich nicht stören. Schäfer müssen viele Probleme lösen, wie zum Beispiel geeignete Zugwege finden und für ausreichend Trinkwasser und Weideplätze sorgen, vor allem, wenn es ein besonders trockener Sommer ist. Wobei man sagen muss, die Schafe merken das auch, sie fressen auch alle Brennnessel, alles was grün ist, wird gefressen. Das ist, wenn viel Futter da ist, fressen solche Sachen. Hoffen wir, dass es noch länger Menschen gibt, die sich trotz aller Schwierigkeiten mit Leib und Seele diesem Beruf verschreiben, damit wir noch oft solche Bilder genießen dürfen.